Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo von mir. Ich bin Nexus und in diesem Video gibt es mal wieder die Dämmerung. Denn viele haben in den Kommentaren gefragt, Nexus, kannst du die Dämmerung zeigen? Ich komme nicht weiter, ich weiß nicht, wie ein Endboss besiegen soll oder muss. Und dann dachte ich mir, also gut, die Woche ist zwar schon fast rum, aber ich zeige trotzdem noch kurz, wie das funktioniert. Wir fangen an mit Episch, Feinde sind gut gepanzert, hochaggressiv, erscheinen in großer Anzahl. Dann hätten wir Akkus entflammen, kennt man, Akkuschaden ist erhöht. Dann Spezialist, Spezialwaffenschaden wird begünstigt. Jongleur, keine Munitionslieferung für die ausgerüstete Waffe und Luftgestützt. Wenn wir in der Luft sind, verursachen wir mehr Schaden. Wir starten, ich mache es ein bisschen im Schnelldurchlauf, ich will nicht allzu viel Zeit hier verbraten. Ich habe auch nicht allzu viel Zeit, muss ich gestehen. Sonnensänger Warlock mit Wiederbeleben. Waffentechnisch natürlich die Zahl aus Supercell, ich meine Arkus-Schaden ist erhöht, das macht absolut Sinn. Dann empfiehlt es sich ein Scharfschützengewehr ebenfalls mit Arkus-Schaden zu machen, denn sowohl Spezialist als auch Arkus-Schadenerhöhung ist drin. Das führt automatisch dazu, dass wir viel, viel mehr Schaden machen mit dem Scharfschützengewehr. Und dann ein Raketenwerfer oder auch ein MG spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Der Fokus sollte hier auf ein Scharfschützengewehr und auf Arkus-Schaden ausgerichtet sein. Und wenn man zu dritt unterwegs ist, kann man hier auch mit dem Sturmbeschwörer spielen oder mit den anderen Klassen ebenfalls mit den jeweiligen Schadenstypen. Gut. Keine Zeit zum Sightseeing, ihr beiden. Begebt euch zu den Beschwörungsgruben, bevor die Teufelsspleißer noch mehr Abscheulichkeiten in die Hände bekommen, an denen ihre Priester herumspielen können. Ja, die Priester, die an Dingen herumspielen, sehr makaber, aber... Wir fliegen hier mal durch. Das wird nicht gut gehen, scheiße. Tja, manchmal kann man da einfach durchdonnern und manchmal kann man es nicht. Gut, dann kämpfen die uns halt durch. Sei es drum. Der Zahler Supercell ist da so dahin, so oder so, schnell gemacht. Ja, ich glaube zur ersten Stelle hier muss ich nicht viel sagen, oder? Hier kämpft man sich relativ easy durch. Schauen, ob ich einfach drüber hopsen kann. Ja, wir rennen durch. Klappt eigentlich relativ gut. Upsala. Ja, lass mich in Ruhe. Den Gang hier haben sie leider blockiert. Wie man sieht, das ist typisch Bungie. Kaum gibt es irgendwo ein paar Safe Spots oder Rückzugsmöglichkeiten, wird das einfach mal mit einem MG oder einer Barriere wird das verschoben, weil man dann das Gefühl hat, dass man den Schwierigkeitsgrad erhöht. Naja. Öffne es. Wir waren schon mal hier, das ist nicht das erste Mal. Ja. Ich stehe eigentlich gerne hier. Man sieht, man hat hier recht gute Deckungsmöglichkeit, kann dann auch noch hier so runterballern. Ich finde die Stelle eigentlich gut. Also bei der Tür bleiben eigentlich. Das Fazit ist bei der Tür bleiben, weil die Feinde, die rennen jetzt nicht wahnsinnig koordiniert irgendwie hier hin, sondern die bleiben auch ein bisschen auf Distanz. Nicht alle natürlich, aber ein Großteil. Wo sind die jetzt hier? Machen wir mal halblang. So viel zu, die kommen nicht nah. Naja, langsam. Gemachlich kommt der. Immerhin ist die Musik gut hier. Action geladen. Na, die Kugeln sind auch viel zu stark eingestellt. Ich bin knapp Level 400, 397. Mit einer kleinen Sauer kriege ich das Ding nicht tot. Scheiße. Keine Munitionslieferung für deine ausgerüstete Waffe. Das war jetzt gefährlich. Ich bin noch nicht fertig mit euch, Jungs. Ich brenne das mal wieder. Ein bisschen Feuer ist sehr schön. So. Das Muster ist chaotisch, doch ich glaube, ich hab's. Nur noch eine Rune. So, möglichst viel natürlich die Sprenger sprengen, klare Sache. Dann vor den Schwebern aufpassen, weil die machen Arkusschaden.
habe hier mein Versteck. Ist gut, dachte ich. Come on. Nee, jetzt nicht im Ernst. Na gut, eben, der Schwierigkeitsgrad wurde erhöht, indem dass die Save-Punkte rausgenommen wurden. Das ist die Methode von Banshee. Eine Vorwarnung. Die Spleißer sind uns auf der Spur. Ja, ja. So, dann positionieren wir uns halt hier hinten. Das war so oder so früher mein Safe-Spot. Ich lasse es jetzt mit allen Fehlern drin, ich schneide das jetzt nicht. Aber eben, wenn man zu dritt ist, kann man da eigentlich gut hinstehen. Ich habe das noch nie solo gemacht, deswegen der Fehler. Ich habe das noch nie solo gemacht. Aber eben da kann man zu dritt eigentlich ohne Probleme hinstehen. Jeder hat so ein bisschen die Deckungsmöglichkeit. Wenn man solo ist, naja, dann halt hier. Ich weiß nicht, auf was das Geschütz da ballert, aber ich stehe hier. So. Mal gucken, wenn Bungie dann herausfindet, dass das hier auch ein Safe-Spot ist, ob wir dann hier oben dann auf einmal ein MG haben. Wer weiß. Tja, und dann heißt es eigentlich nur Feinde töten, 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 bis die drei Wellen durch sind, bis der Geist das Schloss geöffnet hat. Und da geht es nicht darum, möglichst lange durchzuhalten, sondern da geht es darum, möglichst schnell die Feinde zu töten. Denn wenn alle Feinde tot sind, kann er wieder das nächste Schloss öffnen. Wie auch immer. Schloss wehrt sich gegen mich, wie alles, was die Schar macht. Augenblick. Die böse, böse Schar. Wir schnappen uns mal ein bisschen Munition. Ich glaube, es war aktiv mit Springen und so, nicht? Kurz gucken. Spieler verursacht mehr Schaden, wenn sie sich in der Luft befinden. Alles ist klar. Na Mann, wie das doch. Fallen wir uns hier kurz die Munition, sagte ich. Lass die mal nicht nah rankommen. Ich glaube, die machen nämlich Akkuschaden, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das Muster ist chaotisch, doch ich glaube, ich hab's. Nur noch eine Rune. Ja, Mama, schneller bitte. So, jetzt wird's heikel. Eben, das sind die Schweber hier. Die machen nämlich auch Akkuschaden, sowie die Explodierer ebenfalls. Alles Akkuschaden. Aber hier aus der Deckung heraus, das ist der Safe-Spot, den ich früher immer genutzt habe. Der ist eigentlich sehr, sehr gut. Ich meine, man sieht es, man hat saubere Deckung. Die Feinde können da nicht wahnsinnig viel machen. So, sind wir durch. Ich sehe immer noch einer. Oder muss ich das Geschütz noch kaputt machen, dass hier unten hinten rumballert? Wie schnell. Hab ich's jetzt? Oder hänge ich hier einfach fest? Nee, das ist gut. Chill da einfach. Das mache ich manchmal auch. Jetzt macht die Tür auf. Runen sind entziffert. Wir können durch. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Gut, also. Dann haben wir die wunderschöne Dreier-Etappe mit dem Schloss, das wir ja schon mal geöffnet haben, aber wir scheinbar den Zahlencode verlegt haben, geöffnet. Und kämen hier ins nächste Gebiet. Und hier hätten wir dann schon, die Schar kämpft gegen die Splicer. Und jetzt könnten wir die einfach sich gegenseitig töten lassen. Ich meine, die sind sehr aufmerksam hier, nicht? Oder wir helfen mit. Und zerstören die einen oder anderen. Das zu beschleunigen. Ich bin jetzt für die Beschleunigungsmethodik, die man zweifelsohne erkennen kann.
Ich dachte, die machen Arkusschaden. Die vorhin haben aber auch Arkusschaden gemacht. Ah, das ist, weil es unterschiedliche Gefallene waren, natürlich. Das eine Mal war Siva, das andere Mal war es kein Siva. Gut, so, okay. Das Rätsel hat sich gelüftet. Tja, dann eben schwere Munition grappen und dann weiter im Text. Ich glaube, die meisten interessieren sich so oder so für den Safe-Spot nur. Wenn er ganz am Ende kommt. Dieser Schrei erinnert mich daran, wie sehr ich diesen Ort hasse. Ja, ist ja nicht das erste Mal, wo wir hier runtergehen. Das letzte Mal haben wir Fugget angegriffen hier. Dieses Mal ist es eine Monstrosität, ist genau der gleiche Boss. Sieht nur anders aus. Naja, nicht mal wirklich. Das heißt wohl. Ja, da haben wir es. Einmal Arkusschweber. Und einmal nicht Arkusschweber. Vergesst nicht, wenn ihr mit einer Rakete ballert oder eine Granate werft oder so, hüpfen, weil man ja in der Luft mehr Schaden macht. Das heißt, Schuss raus, springen, Explosion, Schaden. Feind tot. Nach Möglichkeit. Jo, nee, ist klar. Warte mal. Ganz ruhig. Tja, dann mit dem Scharfschützengewehr. Man sieht's. Man hat vom Monster viel Schaden. Eben Scharfschützengewehr mit Arkusschaden und Spezialwaffe. Erhöhung macht wirklich, also das ist gestört, dass da ein Schaden rausgeht. Gut, ist gut für uns natürlich, aber trotzdem. Ah, noch ein Geschütz. Man kann ja nie genug Geschütze haben. Mit dem Springen zählt übrigens auch für die Schläge, ne? Also Sprungschlag funktioniert hier auch an der Stelle. Tja, dann kämpfen wir uns durch. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Das sieht man ja. Und dann können wir. Wir müssen wohl einen anderen Weg hineinfinden. Jungs. Mir egal, ob du per Anhalter auf einem Grabschiff mitfahren musst. Du musst unbedingt in die Beschwörungsgruben gelangen. Ich kann auf deinem Besen der asozialen Führung kann ich hier mitfliegen. Ich weiß nicht, warum der sich so aufregt. Ich bin ja dran. Tja gut, eben hier, man sieht's, Scharfschützengewehr, zack, zack, zack. Fein ein bisschen ausschalten, wenn man sie treffen würde. So. In den Poo. Und der letzte. Den habe ich nicht getroffen. Ah, ich dachte schon. Nehme ich jetzt keine Munition mit? So, jetzt landen wir auf dem Schiff und jetzt kommt's, jetzt wird's ein bisschen schwierig, weil haben wir hier drin noch was? Nö, ich habe das noch nie untersucht. Also so. So, jetzt wird's ein bisschen schwierig, weil okay. Genau. Wir machen das also wirklich. Ja, nach was sieht's denn aus? Weil die Schweber hier kommen und die natürlich todesasozial sind. Ich würde da möglichst schnell nach unten springen hier und dann das Schiff oben als Deckung verwenden. Das verschwindet dann zwar auch wieder fix, aber trotzdem, das funktioniert. Geschütz natürlich zerstören. Wir sind fast da. Wir sollten springen. Ich bin dran. Ja. Sulu, man sieht's. Doch eine Herausforderung zu dritt. Eigentlich kein Problem. Die Feinde gehen schnell tot. Ich empfange starke Spleißersignaturen. Klappt gut. Sie sind schon hier. Geh da rein, Hüter. Vernichte die Spleicher mitsamt der Monstrosität, die sie da beschwören. Mhm. Also, wenn man hier reinkommt, das erste, was ich machen würde, ist, ich würde nach rechts gehen. Hier hin. Und dann. Wie zum Teufel überlebst du das? Ja, ja. Hier nach hinten rennen. Und zwar genau hier hin. Also, der Safe-Spot da oben, der wurde leider gefixt. Den habe ich ja früher immer gezeigt, als Fugget aktiv war. Der geht jetzt aber leider nicht mehr.
Deswegen springen wir jetzt einfach mal hier hin. Ich habe eigentlich nie ausprobiert, ob ich da drauf kann. Naja. Das Schöne ist jetzt hier an der Sache, hier tauchen immer noch die Feinde auf. Also die, wie heißen sie? Die Splicer, genau. Ich vergesse den Namen immer, Splicer. Und die Splicer machen auf den Boss auch Schaden. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, bis 50%. Ab 50% machen sie dann keinen Schaden mehr. Die tauchen dann nicht mehr auf. Da müssten wir eine andere Strategie verfolgen. Das werden wir dann natürlich auch machen. Ein bisschen Schaden auf den Boss hier. Ja. Vor den Rittern vielleicht aufpassen. Die könnten nämlich hier rüberballern. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oh. Naja, so auf alle Fälle. Okay. Also. Wir haben die Antwort gerade. Ja, man sieht's. Also er hat wirklich viele Lebenspunkte verloren, obwohl wir gar noch nicht viel gemacht haben. Das heißt, hier ist wirklich ein guter Safe-Spot. Da kann sicher mal ein Spieler hinstehen. Die anderen suchen sich dann halt eine andere Stelle. Und von hier aus kann man immer ein bisschen fleißig auf ihn Schaden machen. Er trifft einen nicht richtig und wir treffen ihn hingegen eigentlich relativ gut. Er ist halt natürlich auch dementsprechend groß. Also man sieht's, ja. Und können von hier aus eigentlich gut Schaden machen. Ein Spieler kann das machen. Die anderen zwei Spieler, falls man zu dritt im Trupp ist natürlich, können sich an einer anderen Stelle positionieren. Ja, wie das dann aussehen wird, wenn leere Schaden aktiv ist, weiß ich noch nicht. Ich freue mich riesig drauf, wenn der leere Schaden macht. Tja, dann Schaden, Schaden, Schaden. Also im Prinzip genauso wie ich, bis der gute Herr liegt. Und dann ist gut. Tja, und das dauert halt natürlich. Ganz ein bisschen verstärken, wenn es ein Jäger noch einen Bogen dabei hat oder so, kann man das noch ein bisschen verstärken. Schadenstechnisch. Und mit dem Scharfschützengewehr dürfen wir nicht vergessen, die Waffe, die mehr Schaden macht, weil die zweimal einen Bonus drauf hat, war natürlich immens Schaden. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn man zu dritt unterwegs ist und mit einem Scharfschützengewehr zu dritt, alle drei Scharfschützengewehre haben einen Arkusschaden und sind relativ stark von der Schlagkraft her, dass man hier den Feind dann doch ziemlich, ziemlich schnell runterbombt. Ja, jetzt muss ich kurz warten, bis ich entweder A, Munition kriege oder B, Munition nehmen kann. Ich würde ja springen, wenn es nicht so arg riskant wäre hier. Oh, danke. Die Schar ist nett, die bringt mir Munition. So, das war's. So funktioniert's. Also nicht so schwierig. Eben da haben wir einen guten Safe-Spot. Der funktioniert eigentlich relativ nice. Kriege ich eigentlich noch einen Schlüssel? Nö. Es ist schon traurig, wie selten diese Skelettschlüssel sind. In der Tat. Gut, dass du das aufhalten konntest. Was man auch machen könnte, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist, kann hier noch hinstehen, aber ist natürlich relativ offen. Hier ganz hoch, glaube ich, geht gar nicht mehr, oder? Ja, wurde blockiert. Eben, das war der Safe Spot von früher. Der ist heute leider nicht mehr aktiv. Schade. Der war nämlich ziemlich gut. Konnte man gar keinen Schaden kriegen. Gut, also. Loot-technisch habe ich gekriegt. Der Grund, warum man die Dämmerung macht, 3 der Münzen. Kein 400er Gegenstand, sondern 3 der Münzen. 3 der Münzen ist ja gut, wenn man 400 erreicht hat, aber wenn man auf dem Weg zu 400 ist, will ich das doch nicht. Naja, egal. Gut, so, das war's eigentlich. Da ist ein Safe Spot. Die anderen zwei Spieler, die können auf der Karte einfach so ein bisschen rumrennen und dem Feind Schaden machen. Und so einfach funktioniert das Ganze. Also ist nicht so schwierig. Klappt solo, klappt zu dritt.
logischerweise natürlich. Gut, das war's auch schon. Lasst noch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit den Tipps und Tricks und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. We'll be right back.